Ja, so sieht die Hose aus. Klatschen also Füße. Da sind ganz viele Biene Majas an der Wand. Hat sich schon viele verewigt. Ich denke, da hinten wird so ein kleines Gipfelbuch sein oder so. Da liegt hier noch eine Matratze. Da hat einer eine Regenhose liegen lassen und eine Thermoskanne. Ja, aber es tut gut, jetzt mal zu sitzen. Hier ist es absolut windstill. Überall Biene Majas. Verdammt anstrengend, die Tour. Ups. Diese Werbung muss ein. Ich denke, wir müssen da drüber, Wolfgang. Zeig, was du kannst. Go, go, go! Wolfgang, go! Gut gemacht. Jetzt ist es passiert, Backhol, Schlammloch und so sieht man danach aus. So eine Scheiße.
Das ist der Wahnsinn. Sturmböen hier. Und da bieten wir mit unserem Rucksack natürlich gute Angriffsfläche. So eine Scheiße. Wahnsinn. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Das ist voll schön hier. Wow. Schnee. Und wenn alles klappt, müssen wir genau in das Tal von diesen drei Bergen. Und dort liegt dann der Loch ein. Boah, der Wind, das himmlische Kind.
Ich habe jetzt noch 10 Minuten zu filmen, dann ist die Speicherkarte voll. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben eine stürmische Nacht mitten im Sumpf das Zelt aufgebaut. Mussten wir zweimal in die Zelte, sind schon mehrmals weggeflogen. Ja, jetzt fängt es noch an zu regnen. Ich habe noch nichts ausgepackt, gar nichts. Ich liege jetzt einfach nur sozusagen als Gewichtsbeschwerung auf dem Zelt drauf, in der Hoffnung, dass es hält. Wolfgang ist auch schon in seinem Zelt. Wir haben die Zelte, müssen im Dunkeln aufbauen, weil wir keinen Platz gefunden haben. Wir haben es nicht mehr geschafft, hier irgendwie rauszukommen aus dieser Berglandschaft. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Aber ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Und jetzt haben wir uns hier am Fluss einfach schnell mitten im Sumpf die Zelte aufgebaut, Wasser geholt. Weil wir alle schon, schon längere Zeit nichts mehr getrunken hatte. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir irgendwie diese Nacht hier überstehen. Und dass die Zelte halten. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Aus Spaß wird ernst. Das hier könnte bös enden. Bös enden.